Maschine anfängt. Gar nicht? Schönheitspreise gewinnt das Ding nicht, so viel steht fest. Ah, das eine hat nicht mal richtig Deckung. Hm, das sollten wir ausnutzen. 80% auf kritisch. Du bist keine Bedrohung mehr. Ja, nicht wirklich. So, komme ich hier irgendwie hoch? Nee. Komme ich irgendwie zum Schießen? Vielleicht hier an der Seite. So vielleicht. Dann stehe ich aber frei. Lieber so. Mal gucken. Na gut, dann nicht. Dann Feldposten. Ja, und du bringst einmal natürlich wieder gar nichts, da wo du rumstehst. Machen wir mal Feldposten, weil die manchmal so in die Luft schweben praktisch und dann irgendwo niederkommen. Na gut, jetzt schießt er auf sie. Ah. Wildes Kätzchen. Also ist ja kein Kätzchen, aber ihr wisst, was ich meine. Also man kann auch die Kamera drehen, dann sieht man natürlich mehr, aber ich hätte das jetzt halt so gemacht. Mal überlegen, der Schwere, weiß ich gar nicht, ob der jetzt schon was getötet hat. Der geht einfach mal bis hier hin, versucht sich jetzt... Ah, nee, halt. Bevor ich das mache, geht sie erstmal hier direkt neben dran und versucht hier das Ding einzusetzen. Haha. 49%, das muss gehen. Verstanden, versuche viel zu fangen. Jetzt bist du ganz kleinlaut, was? Ein weiterer Tag, eine weitere erfolgreiche Operation. Habt ihr es gerade gehört? Jetzt bist du klar ganz kleinlaut, oder was? Auch nicht schlecht. Ja, eine weitere erfolgreiche Mission, würde ich auch so sehen. Da fliegen wir heim. Mit drei verschiedenen lebenden Aliens. So. Leider weiß ich schon, was bei dem Verhör rauskommt. Dementsprechend gut, aber egal. Ah, okay. Ja, die beiden leider nicht hier. Das hier müsste, glaube ich, der Unterstützer sein. Der hat ja leider keinen abgeschossen und sie scheinbar auch nicht. So, was kann er denn hier? Sturm. Nah und persönlich. Das finde ich halt richtig cool. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Beim nach vorne stürmen kann das nur hilfreich sein. Der Axel, ach nee, der hat durchs Heilen anscheinend Erfahrung bekommen. Ist das? Erlaubt Reflexschuss auch bei Gegnerangriff, nicht nur bei Bewegung. Das finde ich irgendwie cool. Hat bis jetzt noch nie geklappt, aber finde ich eigentlich cool. Und der O'Reilly? Ah, ja. Verkrüppelnder Schuss oder Gefechtsscanner? Verkrüppelnder Schuss finde ich halt schon cool, aber den Gefechtsscanner hätte ich halt auch gern. Ich habe beim letzten Spiel den verkrüppelten Schuss genommen, jetzt nehme ich mal den Gefechtsscanner, weil ich da denke, das ist bestimmt auch cool. Okay. Der ist jetzt Sergeant. Das bedeutet... Ich weiß, es war nicht einfach, aber dies könnte wirklich ein Wendepunkt in unserer Forschung sein. Wir können das Objekt nicht nur vernehmen. Ein lebendiges Alien gibt auch viel mehr Aufschluss über ihre Physiologie. Beeindruckende Arbeit. Die Vorbereitungen im Sicherheitstrakt laufen auf Hochtouren. Denken Sie daran. Wir behalten Sie im Auge. Ja, Big Brother's watching you. Halt, was wollte ich jetzt? Ich wollte in die Offiziersschule. Und wollte gute Besserung auf jeden Fall lernen. So, zurück. Soldaten anzeigen muss man nicht. Skelettpanzerung immer noch. Je mehr ich sehe, desto weniger möchte ich sehen. Entstellte Ungetüme aus Fleisch und Metall,
angetrieben durch die Technologie der Aliens. Kann man das noch Leben nennen? Wir müssen das Projekt vorantreiben. Aber der Gedanke, den gleichen Weg zu gehen wie die Aliens, ist beunruhigend. Was, wenn sie einmal waren wie wir? Sind wir nur Teil eines ewigen Kreislaufs? Wenn das der Ausblick auf unsere Zukunft ist, möchte ich sie nicht erleben. Ich weiß, er ist sehr philosophisch, aber ich finde ihn immer noch ziemlich angenehm, so von den Ansichten her und so. Skelettanzug. Komm, bald fertig. Kontakt entdeckt. Ah, nee, Abfangjäger starten. Kontakt entdeckt. Dann kann ich nicht noch einen zweiten starten. Bereit für Nahkampf. Ja, relativ bereit. Schieß doch. Schieß ab. Glück gehabt. So, ja, natürlich schicken wir den Skyranger los. Jetzt habe ich nur wieder das Problem, dass meine Leute nicht die sind, die ich eigentlich mitnehmen wollte. Also, Schafer ist dabei, Wolf ist dabei. Diesel, Schwer ist dabei. Wollten wir ja eigentlich entfernen. Da würde ich ja viel lieber mal rausfinden, was wir hier noch für Leute haben. Vielleicht mal hier den Fernandes mitnehmen. Nanoweste, Rekrut. Ah, wieso nicht? Einsatz starten. Medkit, Nanoweste, Nanoweste, Medkit. Ach, da haben wir noch einen Unterstützer, den wir nicht dabei haben wollen. Dann nehmen wir auch hier den Ben Barnes mit. Weil ich suche eigentlich noch einen zweiten Scharfschützen, wenn ich dann 6 Leute mitnehmen kann. 6, ja. Hätte ich gerne einen Schwer, einen Unterstützer, 2 Scharfschützen und 2 Sturm. Damit bin ich eigentlich in dem anderen Spiel relativ gut gefahren. Hier Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Hier hoffe ich jetzt auf viele Legierungen. Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten sie sich hoffentlich fern. Ja. Hoffe ich auch. Sonst muss ich die auch abschießen, weil sie haben hier nichts gesehen. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. So. Central, hier spricht Big Sky. Keine Feindberührung beim Vorrücken auf die Absturzstelle. Strike One ist bereit, das Raumschiff zu sichern. Verstanden, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis zum Stürmen. Ganz schön aufgeregt, die Jungs. Schwenken voll hin und her. So, jetzt erstmal speichern. Dann müsst ihr leider kurz aushalten, dass ich kurz einen Schluck trinke, weil ich sonst nicht mehr reden kann. Ich hoffe, es sind nicht zu laute Schluckgeräusche zu hören. So, wen haben wir hier? Hier haben wir einen Schwer. Ich will erstmal hier die ohne Ausbildung oder ohne Spezialisierung. Bis wohin müssen wir denn mit dem? Ich denke, da hinten liegt's. Also wenn wir praktisch in diese Richtung sichern, ist immer klar auf der sicheren Seite. Oh, gleich schon mal ein Alien gefunden und schon wieder weg. Jetzt bin ich verwirrt. Okay, vielleicht mal den nächsten. So, geh mal hier hin. Siehst du auch einen Alien unterwegs? Ja. Der hat doch eben einen Alien gesehen. Wo hat er denn einen Alien gesehen? Komm, mach den Feldposten. Mach nur den Feldposten. Du bist mit der schweren Wumme. X-Rays gesichtet. Hier vorne. Ja, Feldposten schießt. Ach, Weichei. Ja, am liebsten würde ich die jetzt mit dem Raketenwerfer runterschießen. 48, 48. Wartet mal. Der Sturm. Bist du mein Stürmer? Nee, du bist nicht mein Stürmer, du bist mein Unterstützer. Das ist aber blöd. Aber als mein Unterstützer darfst du hier vortreten und darfst dir einmal aussuchen. So drauf schießen. Nimm doch einfach den einzigen, den du treffen konntest. Und dann machst du nur 2 Punkte Schaden. Das ist ja so erbärmlich. Ah, Gefechtsscanner.
Ach, den kann ich nur werfen, okay. Bis wohin kann ich den dann werfen? Hallo. Ja, werfen wir den nochmal nach da vorne. Ich sehe alles! Ich sehe alles, genau. Ziemlich total sehr gerne. Ah, aber das ist die ganze Aktion dann. Das ist ja dann weniger nett. Ja, dann machen wir Feldposten. Und, ah ja, wir sehen hier tatsächlich alles. Das ist ja toll. Feuern wir mal auf zum Beispiel den. X-Ray neutralisiert. Dann ist er weg. Na, kein... Achso, wir haben natürlich den Unbeschädigten beschädigt. Unverletzten verletzt, getötet. So. Ja, du hast da nicht so viel Deckung. Du könntest mal hier rüber gehen. Ja, Unterstützer. Du machst doch hier mal deinen Feldposten. Du kommst dann hier vorne hin. Okay. Ich hätte dich eigentlich am liebsten hier unten drinnen. Dieser Mulde. Das war nicht die Mulde, das war vorne die Rampe. Aber gut. Du gehst bis hierhin und sicherst da mal die Umgebung. Mal hierhin. Und Feldposten. Wobei, was nützt mir Feldposten? Ich brauche hier Leute, die vorne in der Front stehen. Holm hat ja voll viel Leben. Der auch. Der darf auch noch hier vorne. Ich dachte jetzt schon, wir sind beschossen. Hier, mein Schwerer steht irgendwie ein bisschen zu hoch. Aber gut. Hat sich erledigt. So. Da hinten scheint dann langsam das UFO zu kommen. Zumindest sind da irgendwelche verkohlten Reste. Dann machen wir hier mal Feldposten. Du gehst auch eins weiter nach vorne, Feldposten.